Was vielleicht auch hilfreich sein kann, ist, sich vielleicht einen Namen auszudenken, den man als DJ hat, der sich auch unterscheidet von den anderen Jungs, mit denen man unterwegs ist, oder von den anderen DJs. Und der vielleicht auch zu dem Style passt, den man hat, und von dem man sich zu den anderen unterscheidet. Das alles irgendwie formt so ein bisschen so ein Paket, quasi so ein bisschen wie eine Marke, wer man ist als DJ. So, das steigert den Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Wenn es dann ta tatsächlich soweit ist, dass ihr Bookings kriegt, bekommt, Anfragen vielleicht von Clubbesitzern oder von irgendwelchen anderen Leuten, die euch gut finden und Lust haben, dass ihr für sie auflegt, für sie spielt. Hilft es auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen Material über sich zusammengesammelt hat, außer halt sowieso das Mixtape, was man irgendwann mal aufgenommen hat, was man vorher schon so rumgereicht hat und was viele Leute vielleicht schon gehört haben, hilft es vielleicht auch Bilder von sich zu haben, so wie Pressefotos oder sowas, auf denen man ist. Das hilft auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch immer gut für die ganzen Social Media Sachen, für Facebook, für Instagram, wo auch immer ihr dann seid und stattfindet, hilft das auf jeden Fall auch, Material dafür zu haben, quasi wie man DJt, oder ihr ladet kleine Videos hoch, was ihr so macht. Das ist immer gut, und es ist immer interessant für die Leute zu sehen, was ihr macht, wie das aussieht, wenn ihr das macht. Auch sehen Booking-Firmen auch immer sehr gerne, oder wenn ihr das Booking selber macht, was ich total aus eigener Erfahrung eigentlich empfehlen kann. Seht zu, dass ihr so einen kleinen Ordner habt mit Infomaterialien von euch, und quasi so ein bisschen wie so ein kleiner Lebenslauf, wann so was ihr bisher alles gemacht habt, was ihr macht, was so ein bisschen euer Style ist, wie lange vielleicht ihr das macht, und Fotos dazu, ein, zwei, drei vielleicht, und das hilft, also das ist immer gut, denn quasi als Infomaterial das rauszuschicken an Clubs oder bei Anfragen den Veranstaltern dazu kommen zu lassen. Das ist gut für sie, für Werbung, das ist super Werbung für euch. Außerhalb der Social Media Geschichte, quasi außerhalb von Instagram und Co., ist es immer gut, auch quasi so ein Presseordner zu haben für sich selber.